Google, wie spät ist es? Es ist 7.42 Uhr. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Im heutigen Video geht es um den Smart-Lautsprecher mit Google Assistant von Blaupunkt. Aber bevor wir ins Video starten, würde ich mal sagen, wir gehen ins Badezimmer und ich mache mich ein wenig fertig. Und den Lautsprecher nehmen wir natürlich mit. Jetzt werde ich mich noch ein bisschen fertig machen. Dafür brauche ich ein bisschen Musik. Deswegen, okay Google, spiel mir meine Spotify-Playlist. Musik von Spotify wird abgespielt. Eres perfecta mujer, de la cabeza a los pies. Tú pasas de mi nivel, tú tienes el piquete. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. De la forma que tú besas, mami, más simétrica que un origami. Jetzt bin ich fertig gemacht. Die Luisa ist mittlerweile auch schon wach geworden, wie ihr sehen könnt. Und jetzt kann ich euch den WLAN-Smart-Lautsprecher von Blaupunkt zeigen, um den es in diesem Video eigentlich geht. Er kommt in dieser süßen kleinen Box und ich zeige euch mal, was da alles so drinnen ist. Wie ihr euch vielleicht denken könnt, ist natürlich der Lautsprecher drinnen. Hier ist er wunderschön mit dem hübschen Logo da unten. Dann ist da drunter nochmal eine Bedienungsanleitung plus Garantiekarte dabei. Dann ist hier der Stecker und dazu gibt es dann noch so ein 3M doppelseitiges Klebeband. Dieses brauche ich aber nicht, deswegen lasse ich es da drinnen. Den Lautsprecher könnt ihr ganz, ganz einfach mit diesem Stecker per Klicksystem so verbinden. Einmal hat es Klick gemacht und schon könnt ihr den Lautsprecher verwenden. Ihr könnt ihn in die Steckdose reinstecken und dann funktioniert er. Der Lautsprecher selbst, wie ihr sehen könnt, ist in einem stylischen Weiß. Hier mit dem hübschen Blaupunkt-Logo, wie ich schon gezeigt habe. Er ist sehr handlich, sehr klein, sehr leicht. Ihr könnt ihn in jedes Zimmer mitnehmen und in jede Steckdose ranstecken und ihn dort verwenden. Am Lautsprecher selbst gibt es ja auch noch einige Bedienungstasten, die ihr erkennen könnt. Ich werde sie euch ganz kurz erklären. Die erste Taste, das ist ein durchgestrichenes Mikrofon. Das dient einfach dazu da, um das integrierte Mikrofon mal auf lautlos zu schalten, dass es euch quasi nicht hört, dass ihr ganz normal reden könnt und jetzt nicht sofort reagiert auf das, was ihr da jetzt gerade sagt. Dann gibt es noch so eine Pfeiltaste, die so nach innen zeigt. Mit dieser Taste könnt ihr das Gerät auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Dann gibt es hier noch so eine Play- und Pause-Taste. Wie der Name schon sagt, könnt ihr hier einfach mal die Musik pausieren oder sie dann auch wieder starten. Dann gibt es hier eine Bluetooth-Taste. Die ist dazu da, wenn ihr das Gerät natürlich verbinden wollt. Dann gibt es hier noch zwei Lautstärketasten, einmal Minus für leiser und einmal Plus für lauter. Aber wie ihr bestimmt schon bemerkt habt, man kann den Lautsprecher auch per Sprachsteuerung steuern. Dafür braucht ihr lediglich die Google Home App. Die kann man ganz normal runterladen, entweder im Apple Store für iOS-User oder im Play Store für Android-User. Ihr könnt es dann mit einem Google-Account von euch integrieren und schon könnt ihr dann den Lautsprecher nutzen. Und ihr könnt nicht nur Musik damit abspielen, nein, ihr könnt vieles mehr. Wie zum Beispiel meine Einkaufsliste schreiben. Okay Google, setze eine Packung Eier, Butter und Milch auf die Einkaufsliste. Hier, bitte, ich habe deiner Einkaufsliste Folgendes hinzugefügt. Eine Packung Eier, Butter und Milch. Und das Praktische ist, ihr könnt den Lautsprecher in jeden Raum verwenden, wo ihr eine Steckdose habt. Dank dem Google Assistant könnt ihr auch lustige Sachen mit dem Lautsprecher machen, wie zum Beispiel, hey Google, beatboxe mal. Wenn du freestylen willst, mein Kumpel hat da was für dich. Okay, Google, stopp. Dankeschön. Jetzt werde ich mich aber wieder meinem Haushalt widmen. Wie ihr seht, habe ich hier einen Haufen Wäsche. Dazu brauche ich aber ein bisschen Musik. Deswegen, okay, Google, spiel meine Motivations-Spotify-Playlist. In Ordnung. Hier ist die Spotify-Playlist Motivation Mix.
war es auch schon mit meinem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich über einen Daumen nach oben freuen. Weitere Details zum Smart-Lautsprecher von Blaupunkt findet ihr unten in der Infobox. Und ich sage danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss!